Je, Jenna, Frau. Sie geben uns Blumennamen, um uns leichter mit Füßen treten zu können. Je blumiger der Name, desto blauer die Flecken. Ein Strauß Blumen als Entschuldigung. Jasmin, Rose, Iris, Sarah, Nevena, Rouge, Liliana. Wie so oft frage ich mich, ob ich es mir erlauben kann, mich nicht zu erinnern. Meine Erinnerungen bringen wieder Unruhe, Angst, Wut und Hass, zerstörerischen Hass, der alles vor sich wegradiert, mich eingeschlossen. Trotzdem kann ich es mir nicht leisten, zu vergessen. Das ist das Einzige, das ich nicht darf. Ich habe überlebt. Und? Was jetzt? Woher soll ich den Wunsch nehmen, etwas mehr aus diesem geschenkten Leben zu machen? Ich versuche es immer wieder, aber das Verbrechen an mir ist immer noch unsichtbar und ohne Namen. Ich bin unsichtbar, wie meine Geschichte, die nur für mich und in mir existiert. Ich werde nie fähig sein, sie jemandem zu erzählen. Nie so, wie sie wirklich passiert ist. Ich wüsste nicht, wo ich sie beginnen und wo ich sie beenden sollte. Jede Geschichte hat ihren Anfang und ihr Ende, werdet ihr sagen. Meine nicht. Egal, wie ich sie anfange, ist sie schon am Ende. Egal, wie ich sie beende, sie ist wieder am Anfang. Sie wird für mich nie vergangen sein. Also kann ich sie nicht beginnen mit: Es war einmal ein Mädchen in einem fernen Land oder so ähnlich. Ich werde sie nie alt werden lassen, denn das bedeutet vergessen. Und vergessen ist schlimmer als der Tod. Ja, Sie glauben mir nicht, aber es gibt unerwartet viele Dinge, die schlimmer sind als der Tod. Zum Beispiel tot zu sein bei lebendigem Leibe. Sie haben mir meinen Körper, meinen einzigen Zufluchtsort genommen. Er ist noch da, aber er gehört mir nicht mehr. Ich will ihn so beschmutzt, so dreckig nicht mehr haben. Meine Seele schwebt seitdem um ihn herum und beobachtet ihn wie einen gefährlichen Hund mit 100 Köpfen, der sie jeden Moment in genauso viele Teile zerreißen könnte. Alles, was ich noch fühle, fühle ich außerhalb meines Körpers. Hunger, Durst, Kälte, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich heiße Emina, Branka, Fatma und Sorana und ich bin nicht die einzige meiner Sorte. Man nennt uns auch Kriegsbeute, sexuell kastrierte weibliche Subjekte, die schmutzige, etwas andere Art Frontlinie, die Vergewaltigten. Was man uns angetan hat, nennt man Missbrauchsschlacht. Toll, nicht? Und wisst ihr, was die schlimmste Folge dieser Missbrauchsschlacht ist? Die Scham. Ich heiße Emina, Branka, Fatma und Sorana. Ich bin 19 Jahre alt und ich putze. Ich putze mein Zimmer. Das ist das, was ich den ganzen Tag mache. Und ich wasche mich. Ich fange meinen Tag an, indem ich ganz lange meine Hände und mein Gesicht wasche. Dann putze ich mein Zimmer, dann wasche ich wieder meine Hände und mein Gesicht. Manchmal stehe ich hinter der Gardine und schaue heimlich nach draußen. Ich sehe die Menschen vorbeilaufen. Unter den Passanten sind Menschen, die mich im Stich gelassen haben, die zugeschaut haben und auch die, die mir wehgetan haben. Ja, sie laufen immer noch frei herum, bringen ihre Einkäufe nach Hause und ihre Kinder zur Schule. Ich bin diejenige, die sich verstecken muss. Die Schmutzige, die Vergewaltigte. Ich bin diejenige, die Scham empfindet. Nicht sie. Einer meiner Vergewaltiger holt jeden Nachmittag auf der anderen Straßenseite seine Freundin ab. Einmal hat er sogar einen Blumenstrauß dabei. Er hielt ihn in seiner Hand, genau wie damals das Messer. Das Messer in der rechten, die Zigarette in der linken Hand.
Sie haben uns wie Vieh zusammengetrieben und in die LKWs geladen. Wir saßen in diesem LKW, der nach Kuhscheiße stank, und konnten nichts tun, außer zu schweigen. Der LKW hielt vor der Schule, meiner ehemaligen Grundschule. Wir waren 20 Frauen. Vergewaltigt haben sie uns oben in Klassenzimmern, aber die meiste Zeit saßen wir unten im Heizkeller zwischen Bergen von Heizkohle. Zigarette im Mund, Hammer in seiner Hand, oben nackt, behaarter Rücken, behaarte Hände. Zigarette in seiner Hand, seine Haare zu einem Zopf gebunden, keine Zähne, ein Bündel Geld in der Hand, offene Hose, weiße Unterwäsche, Urinflecken. Ich putze den ganzen Tag. Ich sitze nie auf dem Boden. Ich sitze nie auf etwas, das einen Fleck haben könnte. Ich sitze nie auf einem Sessel, weil ich Angst habe, er könnte nach alten Cevapcici und Slivovitz-Schnaps riechen. Zigarette hinter seinem Ohr, frisch rasiert, eine Wunde an seinem Kopf, Kassettenrekorder, Blaskapellmusik, langsamer Schritt. Ich kann nicht atmen. Ich bin blind. Ich sitze auf nichts, was einen Fleck haben könnte. Überhaupt sitze ich nicht gerne. Ich laufe grundlos um mich herum. Ich brauche sowieso keinen Grund für überhaupt irgendetwas. Blaskapellenmusik. Ich laufe den Schulflur entlang. Er ist sehr lang. Meine einzige Hoffnung ist, dass ich dieses Mal nichts spüre. Mein Körper liegt auf dem Boden, aber ich schaue mir von oben herab an, wie er gekrümmt auf meinem Körper liegt, wie sich sein haariger Hintern bewegt und stelle mir vor, dass Gott gerade dasselbe sieht wie ich. Er sagt mir, dass wir Frauen seine schönste Schöpfung sind, und dass er uns seitdem von euch Männern beschützen muss. Er wird mich trösten und umarmen. Er wird mich zur schönsten Jungfrau im Paradies machen und keinen Mann mehr an mich heranlassen. Ich werde für immer im Paradies bleiben. Unberührbar. Bis in alle Ewigkeit.